wurde ja ordentlich reingeschissen, nicht wahr? Oh, warte, das Furzkissen. Warst du schon immer so ein Scheiß-Chatbot? Ja, aber sonst denken doch alle Diebe das. Hey, lass Band spielen. Ja, du zählst. Hi, Schokobär. Ein, zwei, drei, zwei, Pfannkuchen. Drei, Bella, du Bombe. Du hast nie im Leben 75 D. Du bist flach wie der Bodensee. Du hast ganz, ganz dicke, dicke Titten. Dicke Titten, ganz, ganz groß. Ja. Ich will's machen wie Oma. Gummititten. Ich frag mal wieder gar nicht, worum geht's? Ich hab zum Frühstück ein Rotaspavien gegessen. Barbella, ist interessant. Ich bevorzuge bunte Genitalien. Ja, ich weiß, an welche Fotze du gerade denkst. Bitte die Möppi. Ja, die ist echt ein Hammer. Was ist das? Was sind das für Spacken? Vivi und Tina. Auf Waltrude und Jacqueline. ja, also das sind Biene Meyers und Winnie Pus. Pflegekinder aus der Klasse. genau, Käsefabrik. Ja, die sind total behindert, so richtig bedröppelt, weißt du? Okay, also die Blonde da, die ist das schlimmste Brocken. Und die überdimensionale Kreide da hat total eine Klatsche. Das sind DKFV, die dürften Käsefabrikverkäufer, die ich je gesehen habe. Wie viel hast du denn schon gesehen? Ach, eigentlich gar keinen. Die Motte da hat eine Schwäche für herzliche Jungs. Und der da ist dann auch direkt das beste Beispiel. Der guckt immer, als hätte er Verstopfung. Oh mein Gott. Kein Wunder, warum die so viele Putzen haben, aber ich da. Kein Wunder, warum die so viele Putzen haben, also. Ich werde auch mal putzen. Ja, oh mein Gott. Was ist denn das für ein Freak? Ja, also, das ist sozusagen der Big Boss der Käsefabrik. Der hat immer Käse in der Butze. Aber scheinbar ist das hier allen zu widerlich. Also, ich stehe eh mehr auf Grünkohl. Also, er ist echt widerlich. Ja. Total, guck ihn nochmal an. Ja. Naja. Ja, schon klar. Oh. Schnellwein. Warum genau ist das eigentlich grün?